Wie? Sie sind überhaupt nicht Mitglied? Sie sind überhaupt nicht im Club? Ich rutsche etwas tiefer auf der Couch am 80. Geburtstag von Frau Trutwin. Ich sitze neben ihrem Neffen und dessen Gesicht wechselt seine Farbe. Ich habe gerade, glaube ich, zu ehrlich geantwortet. Ich habe zu ehrlich davon erzählt, dass mein Auto eigentlich ganz gut fährt und ich bislang keine Veranlassung gesehen habe, in diesen Club einzutreten, den er als Selbstverständlichkeit des normalen existenziellen Daseins versteht, den ADAC. Wie? Er ist kein Mitglied, höre ich von seiner Frau weiter tuscheln und ich merke, der Nachmittag wird länger. Ich muss den Nachmittag damit verbringen, zu lernen, und ich lerne viel. Ich lerne viel, dass man Mitglied in diesem Club sein muss und dass es einen Vorteil hat, in diesem Club zu sein, dass man nämlich auf dem Laufenden ist. Über Winterreifen. Und ich weiß, dass der Neffe von Frau Trutwin weiß, welche Winterreifen er kaufen wird, auch wenn er erst in 3 Jahren neue braucht. Er ist informiert und ich bin es nicht. Nicht über Winterreifen und über vieles andere auch nicht, denn mittlerweile hat sich seine Frau mit eingemischt in das Gespräch. Sie liest nicht ADAC Motorwelt, sie liest die Apothekenumschau. Und sie ist mindestens genauso gut informiert wie ihr Mann und ich bin es nicht. Ich weiß nichts über die Verhandlungen mit Ärzten, wenn es um Hüftgelenke geht. Und da ist sie auf der Höhe der Zeit. Und ich merke, in mir kommen Gefühle hoch. In diesem langen Nachmittag auf dem 80. Geburtstag bei Frau Trutwin. Aggressionen sind es nicht. Es ist Dankbarkeit. Es ist tiefe, ehrlich empfundene Dankbarkeit darüber, dass Apothekenumschau und ADAC Motorwelt eine Last von mir nehmen. Sie nehmen die Last von mir, den Menschen etwas erzählen zu müssen, davon, wie sie sicher durchs Leben kommen könnten. Sie nehmen die Last von mir, den Leuten zu suggerieren, sie könnten ohne Gefahren durchs Leben. Sie nehmen die Last von mir, von Sicherheiten reden zu müssen. Denn ich bin überzeugt davon, dass ich als Pfarrer Besseres zu tun habe, dass es Besseres gibt, worüber ich reden sollte. Nämlich von dem, der vor 2000 Jahren gelebt hat und der von vielem geredet hat, aber nicht von Sicherheit. Waren die Typen, die er angesprochen hat und die ihm nachgefolgt sind und die mal ebenso alles stehen und liegen lassen sollten. Da war der eine, der kam mit einer vielleicht etwas blödsinnig gestellten Frage, was muss ich so tun, um ins Reich Gottes zu kommen? Und der mal ebenso beiläufig gesagt bekommt, dass er doch bitteschön alles verschenken soll, aber sich dann auch bitte sputen, damit er herkommt, um mitzugehen. Von Sicherheiten kein Wort. Wer sich auf den Typen einlässt, der braucht keine Sicherheiten, der braucht keine ADAC Motorwelt, der braucht keine Apothekenumschau, der braucht ein anderes Denken. Risiko. Und ich liebe es. Und es gibt eine Erzählung in den Evangelien, die es mir besonders angetan hat, weil sie eine Menge davon erzählt, wie riskant es ist, sich auf diesen schrägen Vogel, diesen Typen einzulassen, der den Leuten so etwas sagt und sie auffordert, mit ihm mitzugehen. Es ist die Situation des Einzugs in Jerusalem, als König umjubelt. Und ich stelle mir vor, wie da 2 Gruppen von Menschen dabei sind. Die einen am Fenster. Mal schauen, was da passiert. In Sicherheit, weil man ja nie weiß, was in 3 Tagen später passiert. Die anderen nicht am Straßenrand, nicht am Fenster, sondern mitgehend. Volles Risiko. Mich fasziniert dieser Typ, der die Leute nicht anspricht, damit sie ihm zujubeln, sondern der sie anspricht, damit sie etwas anderes tun, damit sie mitgehen. Volles Risiko. Mich fasziniert dieser Typ. Auch wenn ich manchmal denke, wie wäre es mit ADAC, Motorwelt und Apothekenumschau? Wäre es vielleicht doch etwas sicherer? Sicherer. Aber davon kein Wort. Volles Risiko. Danke.
Thank you.